Servus und hallo bei Nord, einer der Dope Show. Ein Kommentar von André aus Hamburg hat mich mal zum Nachdenken gebracht, ein bisschen bezüglich Therapien und der Annahme vieler, dass Heroinabhängige oder Drogensüchtige psychologisch noch eine andere Erkrankung haben. Und die Suchterkrankung ein Symptom davon wäre. Jetzt ist das aus meiner Sicht her Blödsinn. Natürlich ist das nicht so. Und das, denke ich mir, hat André auch so gedacht, gemeint, als er das so geschrieben hat. Gehe ich doch recht in der Annahme, dass du dasselbe sagst, dass nicht jeder, der Drogen nimmt, eine psychische Erkrankung hat, ausgenommen dieser Suchterkrankung. Das war, glaube ich, das, was du damit sagen wolltest. Ich sehe das ganz genauso, aber ich habe es halt auch mitbekommen, dass schon sehr, 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 sehr viele, die was Dramatisches erlebt haben in ihrer Kindheit, später zu Heroin greifen. Oder zu Alkoholismus und da aber dann die höchste Stufe, um halt eben diesen Schmerz zu betäuben. Und die Substanz als Krücke zu nutzen, um zu überleben. Ja, weil der Lebenstrieb ist ja trotzdem da, der Überlebenstrieb. Und man muss ja irgendwie die Zeit rumbringen. Ja. Ich bin zum Beispiel damals so reingerutscht, weil ich es halt einfach ausprobieren, Spaß haben, Spaß am Leben und Spaß am Feiern. Das waren so die Gründe, warum dass ich damals mit den Drogen angefangen habe. Ja. Und dabei geblieben, bei Heroin zum Beispiel, bin ich aufgrund dessen, weil ich körperlich abhängig geworden bin. Und dann gibt sich eins das andere und dann komme ich an die Probleme auch mit der Zeit, weil der Druck von außen, weil es halt eine illegale Sache ist, was man da macht. Ja, das ist halt dann etwas, was man dann immer mehr wegmachen kann mit den Drogen. Dann auch, dann kommt man da in diesen Kreislauf rein. Und wenn man da mal drin ist, dann ist auch diese Abwärtsspirale, dass man geht dann immer arbeiten, dann auch, dann verliert man die Wohnung. So gibt eins das andere. Das ist ganz normal, wenn man die Kontrolle abgibt. In dem Fall halt gibt man die Kontrolle an eine Substanz ab. Ja? An Heroin oder Koks oder sowas. Also Kokain ist ja auch nicht ganz ohne. Da ist es hinterfotziger, das ist am Anfang. Man braucht nicht so viel und es ist ein geiles Gefühl und man wird so einfach von der Droge übernommen, das kriegt man gar nicht mit. Man überschätzt sich ja die ganze Zeit. Ja. Die Droge sorgt dafür, dass man sich überschätzt. Und man glaubt, ich kann jederzeit damit aufhören, aber ich möchte noch nicht. Gerade im Moment ist es so schön, ich möchte noch nicht aufhören, weil ich habe ja gar kein Problem damit. Und wenn aber die Probleme kommen, ja, bei Koks ist es halt, wenn man mal längere Zeit nicht geschlafen hat und das ganze Geld verpulvert hat oder wenn das Material plötzlich weg ist und man kriegt nichts eine Zeit lang, dann kommen halt so Probleme. Ja? Und da neigen dann Leute halt auch dazu, dass sie dann zu was anderem greifen oder zum Alternativen greifen. Oder sie fangen an, halt, wenn sie aber endlich wieder was kriegen, das anders zu konsumieren, damit halt das länger hält. Da hat man einfach die Kontrolle dann verloren. Das braucht man keiner erzählen, der am Basen ist, dass er das unter Kontrolle hat. Spätestens nach dem zweiten Hit hat man nichts mehr unter Kontrolle. Und wann wird es zum Problem? Wenn man es sich nicht mehr leisten kann. Oder wenn der Druck von außen zu groß wird. Und ich denke mal, das ist halt das, was sich damals die in Bayern gedacht haben, einen extremen Druck auf die Junkies aufbauen, gerade in München, weil da gerade die Szene so explodiert ist, weil das ja gerade so groß worden ist. Das war echt die Schwemme damals, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und die war richtig krass. Das hat eine ganze Generation in der Perlach hingerissen. Sind alle draufgekommen, nicht nur in der Perlach. Sendlinger Tor, Marienplatz, Hauptbahnhof, das ist eine große Szene gewesen, kannst du sagen. Und überall waren die Junkies zu sehen, wo du hingeschaut hast. Also das ist, ja, im Moment habe ich das Gefühl, dass es in Berlin auch eine große Heroinschwemme gibt. Ich sehe es ja, wenn ich durch Neukölln zum Beispiel fahre oder am Kotti vorbei muss oder sowas, da sehe ich es natürlich schon auch. Ja. Und die Angebote, die es hier in Berlin gibt,
Und die sind nämlich nicht ohne, die sind richtig gut. Und ich glaube, ein Mittelmaß wäre es halt. Es gibt halt Menschen, die können nicht mehr ohne. Da muss man halt, wenn man sie substituiert, muss man halt dann schauen, vielleicht doch den Originalstoff zu geben. In der Schweiz hat man gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Und auch in Deutschland gibt es schon Kommunen, die damit gute Erfahrungen machen. Es wird Zeit, dass man sowas flächendeckender macht, dass man eine Strategie und eine Antwort darauf findet, wenn mal wieder so eine Heroinschwemme ist. Weil das kommt doch nicht von ungefähr. Das ist halt schon auch Angebot und Nachfrage, gell? Und die Nachfrage ist immer dann gegeben, wenn gerade die Zukunft so ein bisschen in der Schwebe ist, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn es gerade wieder Krieg droht oder so, oder wenn die Leute Angst haben, ne? Wenn die Regierungen ja dann wieder Angst machen, gerade in Bayern mit ihrer scheiß Überwachungswahn, da wird ja immer schön Angst geschürt bei den Leuten, bei den Bürgern und damit die schneller Ja sagen. Und dann kommt immer der Spruch, wer nichts zu verbergen hat, da ist da auch nicht dagegen. Und das ist halt so gelogen, weißt, weil weiß ich nicht, Helmut Kohl zum Beispiel, der wollte seine Hintermänner nicht nennen, als man ihm draufkommen ist auf seine Straftaten. Weißt du, was ich meine? Das kann ich mir nicht erinnern, sagte er, doch gelogen, ist doch ganz klar. Also, das ist, ja, könnt ihr ja selber mal drüber nachdenken, wie ihr das findet. Ich persönlich finde es halt eine Verarschung. So, kommen wir wieder zurück zum Thema, die Therapien. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Ja? Die Daytop-Nummer, die ich da so ausführlich euch erzählt habe, wo es ja auch eine Playlist dazu gibt, da ist es schon eindeutig, dass es eine Psychotherapie war. Ja, man wollte da das Verhalten der Menschen ändern, indem man sie erstmal bricht und neu aufbaut. Phönix aus der Asche. Solche Therapien gab es damals ganz viele. Oder fast nur. Und es ist auch so der Gedanke gewesen bei den Paragraphen 35, 36, Therapie statt Strafe, dass man und Anrechnung der Zeit auf die Strafe, also die Therapiezeit auf die Strafe bis zu 2/3 wird angerechnet, wenn man diesen Antrag gestellt hat und der genehmigt worden ist. Es war aber da immer der Hintergedanke, der Delinquent, also die Person, muss trotzdem eine Strafe spüren. Das heißt, in die Einrichtung, die er kommt, und die muss geschlossen sein, er darf da nicht raus und keinen Kontakt nach außen haben. Mindestens x Zeit, 3 Monate oder sowas. Und ab da erst langsam wieder nach außen gewöhnt. Also da ist schon ein Strafgedanke mit dabei. Da geht es nicht mehr darum, jemanden von seiner Drogensucht zu heilen, sondern da geht es dann darum, erstmal noch, den muss man nochmal bestrafen und heilen. Ja? Und weil es diesen Gedanken ja noch weiter spinnen kannst, jetzt ist es ja so, dass es ja noch den Paragraph 64 gibt. Das ist dann die Zwangsunterbringung in der Nervenheilanstalt, sage ich jetzt mal so. Oder, ja. Landläufig sagt man Klapse. Ja, du kommst halt da rein und egal welche Straftaten, dass du in Bezug auf deine Suchterkrankung machst, es wird alles nicht auf Gefängnis umgemünzt, sondern am Ende kommst du zu einem Krankenhaus, bist halt also, ja, musst halt dann dort, also es geht so nicht langsam weg, musst halt dann dort mit den Ärzten reden und deine Therapie machen. Und wenn die dann der Meinung sind, du bist jetzt soweit wieder geheilt, dann wirst du auch wieder entlassen. Nachteil der Sache ist, wenn die sagen, du bist nicht geheilt, dann bleibst du halt einfach noch länger da. Auch über dein Strafmaß hinaus kann das dann blühen. Deswegen war es für mich eigentlich dann kein Thema am Ende, wo ich dann mich entschieden habe, die letzte Therapie zu machen. Und jetzt komme ich wieder zum Thema zurück. Jetzt schlage ich mal den Bogen zum André. Die letzte Therapie habe ich mir ausgesucht, nicht nach dem, was dort therapiert wird, sondern ob ich dort verkürzen kann, ob ich das als Sprungbrett nutzen kann, und ob das so wenig Regeln wie möglich sind. Ja. Weil es hat für mich keinen Sinn mehr ergeben. Ich bin ja schon übertherapiert. Und da ist dann damals meine Wahl auf das Schloss Pichl gefallen. Pichl ist in der Nähe von Augsburg. Ich wollte zwar weg von Bayern, ja, aber die Politik hat sich gerade ein bisschen gewandelt. Ja.
Das erste Mal, wo ich auf Therapie war, da ging es darum, dass man so weit wie möglich von seinem Heimatort wegkommt und dort Therapie macht und sich vielleicht dann dort neu ansiedelt, um halt aus den alten Kreisen rauszukommen. Bei meiner ersten Therapie habe ich das überhaupt nicht vorgehabt. Ich wollte nur aus dem Knast raus, ja, die Therapie mitnehmen und vom Heroin weg, aber mehr wollte ich gar nicht. Absoluter schlechter Gedanke. Das brauche ich ja nicht lang zu spoilern, das habt ihr ja alle schon, oder die schon länger dabei sind, haben das ja schon gehört und gesehen. Ich habe es natürlich nicht geschafft, das ist nicht machbar. Und schon gar nicht, wenn du in deiner Umgebung bleibst. Das geht halt einfach nicht. Die alten Leute und so, das geht ratzfatz. Nur blöd, wenn du da, egal wo du in München dich aufhältst, dann überall jemanden kennst und den über den Weg laufen wirst. Früher oder später am Club oder so, triffst du die Leute. Also, da war ich schon bei der zweiten Therapie, wo ich dann nach Friedberg bin. Der Hintergedanke, ich will weg von Bayern. Ja, wenn, damals hat mich ja der Staatsanwalt, der wollte mich ja wieder im Knast sehen. Und das hat dann zu diesen komischen Sachen da geführt, dass ich ja der Flucht gegangen bin, dass ich da erst einmal eine Zeit lang in Frankfurt am Main war, richtig fies abgestürzt bin und von dort wieder zurück nach Bayern. Und ins Gefängnis halt. Und von dort aus wollte ich es dann noch einmal wissen. Hab halt entgegen dem Rat meines Anwalts den Antrag gestellt. Er meinte, ich soll mindestens 2 Jahre da bleiben, aber ich habe es halt dann nach dem ersten Jahr schon gemacht und dann war ich halt dann soweit und durfte da nach Pichl und Schloss Pichl, da mache ich extra Sendung dazu noch. Das war richtig schön da, super Umgebung, Top-Team, die Leute da, die da arbeiten, die waren richtig gut. Die Bewohner waren halt alles Männer, da waren gerade mal 2 Frauen. Am Anfang war nur eine da. Das ist dann viel.